Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein neuer Zwischenfall belastet den Friedensprozess im Nahen Osten. Mit einem gezielten Anschlag hat heute ein israelischer Soldat versucht, das geplante Abkommen über den Truppenabzug aus Hebron zu verhindern. Auf einem Markt der Stadt schoss er in eine Gruppe von Palästinensern und verletzte mehrere von ihnen. Ministerpräsident Netanyahu erklärte daraufhin, gerade dieser Anschlag zeige, wie notwendig das Hebron-Abkommen sei. Die abschließenden Verhandlungen darüber wurden am Abend wieder aufgenommen. Noch bevor er sein zweites Magazin abfeuern konnte, war er überwältigt. In den 10 Sekunden zuvor hatte Noam Friedman 20 Schüsse aus einem automatischen Gewehr wahllos in die Menge am Markt von Hebron gefeuert. Der Schütze, ein Soldat aus einer Siedlung nahe Jerusalem, war nach Hebron gekommen, um Araber zu töten, wie ein Ermittler zitiert wird. Da Friedman eine Uniform trug, war er den anderen Soldaten nicht aufgefallen. Er hatte sich einfach neben einen Armeeposten gestellt und dann plötzlich gefeuert. Israelische Soldaten leisten erste Hilfe. 6 Palästinenser werden verletzt abtransportiert. Der Täter ist religiös und psychologisch labil, wie einer seiner früheren Lehrer berichtet. Doch sein vermeintlich politisches Ziel wird er nicht erreichen. Über den teilweisen Rückzug der israelischen Armee aus Hebron wird weiter verhandelt. Mit dieser blutigen Tat wollte der Soldat das Abkommen zu Fall bringen, an dem monatelang gefeilt wurde, insbesondere um die Sicherheit der Siedler in Hebron zu gewährleisten. Kein Wort aber über die Sicherheit der Palästinenser, obgleich vor 3 Jahren bereits ein Israeli in Uniform 29 Palästinenser erschossen hatte, nicht weit von hier entfernt am Grab des Patriarchen Abraham. Während über das Zentrum eine Ausgangssperre verhängt wird, eskaliert die Lage in der Nähe des Krankenhauses. Bilder, die eher an den Beginn der Intifada im Dezember 87 erinnern, als eine nahe friedliche Lösung zwischen 55 jüdischen Familien und 200 Yeshiva-Schülern inmitten von 120.000 Palästinensern in Hebron versprechen. Die türkische Armee hat ihren Vorstoß gegen Kurdenstellungen im Nordirak fortgesetzt. Nach Angaben der Agentur Anadolu zerstörten Soldaten 3 PKK-Stützpunkte in der Region Sinat. Unterstützt worden sei die Operation von Kampfflugzeugen und Hubschraubern. Die Offensive, der bereits zahlreiche Menschen zum Opfer gefallen sein sollen, läuft seit Wochenbeginn. Sie ist nach Armeeangaben eine Antwort auf Kurdenangriffe gegen Ziele in der Türkei. Die Opposition in Belgrad hat das neue Jahr so begonnen, wie sie das alte beendete. Sie nutzte die Silvesterfeiern auf Straßen und Plätzen der Stadt erneut zum Massenprotest gegen den serbischen Präsidenten Milosevic. Auch in anderen Städten gab es Demonstrationen. Aus Belgrad Peter Miroschnikow. Countdown zum Jahreswechsel in Belgrad. Rund 250.000 Serben wollten diese Mischung aus Silvesterparty und Demonstration unbedingt miterleben. Bis 4 Uhr früh wurde gefeiert mit Studenten und Führern des Oppositionsbündnisses Zajedno. Davon überzeugt, dass ihnen 1997 den Machtwechsel und die Demokratisierung in Restjugoslawien bringen wird. In Serbien wird Weihnachten ja erst am 7. Januar gefeiert. Auf dem Wunschzettel stehen Sieg und Freiheit im neuen Jahr und endlich der Schlüssel zum Rathaus in allen Gemeinden, wo die Opposition bei den Kommunalwahlen gesiegt hatte. Die Protestbewegung hofft auf noch mehr Druck von außen auf das Milosevic-Regime. Das größte Volksfest endete in Belgrad diesmal im morgendlichen Spaziergang, wie die Opposition ihre tägliche Demonstration im Stadtzentrum nennt. Die staatlichen Medien nahmen keine Notiz vom Massenspektakel. Gesendet und seither stündlich wiederholt die Neujahrsansprache von Präsident Milosevic, der für 1997 Wirtschaftsreformen ankündigte. Unerwähnt die OSZE-Forderung, die Kommunalwahlergebnisse anzuerkennen. Aber ein Einlenken des Staatschefs wird von der Opposition ohnehin nicht erwartet. Milosevic wird bis zum Wochenende auf den Bericht der OSZE-Kommission antworten müssen. Wir erwarten eine negative Antwort oder gar keine Antwort und wir erwarten eine Zuspitzung der politischen Krise in Serbien. Bosniens Präsident Izetbegovic soll im Wahlkampf mit Geldern aus Iran massiv unterstützt worden sein. Nach einem amerikanischen Zeitungsbericht übergaben Agenten mindestens 2 Koffer. Ihr Inhalt jeweils $250.000. Dies belege US-Geheimmaterial. Die CIA will bislang nichts dazu sagen. Washington geht davon aus, dass Izetbegovic mittlerweile nur noch rein diplomatische Kontakte zu Iran unterhält. Die geplante Militärhilfe für Bosnien könne deshalb anlaufen.
Die Geiselnehmer in der japanischen Botschafterresidenz in Lima setzen offenbar verstärkt auf Zeit. Auch am Neujahrstag gaben sie in ihren Forderungen nicht nach. Ihnen geht es vor allem darum, dass inhaftierte Gesinnungsgenossen freigelassen werden. Japan kritisierte inzwischen, den peruanischen Untergrundkämpfern werde zu viel Raum für Propaganda gelassen. Nach einer Erklärung vor Journalisten hatten die Tupac Amaru-Rebellen 2 weitere Geiseln freigegeben. Trotz der jüngsten Freilassung des Botschafters von Honduras und des argentinischen Konsuls ist ein baldiges Ende im Geiseldrama von Lima immer noch nicht abzusehen. In der Residenz des japanischen Botschafters forderte Néstor Serpa, der Anführer der revolutionären Bewegung Tupac Amaru, MRTA, erneut die Freilassung der 442 inhaftierten Genossen. Dies hatte zuvor Perus Präsident Fujimori erneut abgelehnt. Wir warten einfach, dass die Regierung das Problem löst. Es gibt eine Krise im Land, hervorgerufen durch diesen politisch-militärischen Schlag der MRTA. Die Regierung muss nun sagen, wie sie das lösen will. Wir haben keine Eile. Wir sprechen nicht über Fristen, wir sprechen auch nicht über Hinrichtungen. Den noch 81 Geiseln gehe es gut, betonten der peruanische Außenminister Francisco Tudela, der Abgeordnete Siura und der Gastgeber Japans Botschafter Aoki. Niemand sei schlecht behandelt worden. Der Neujahrstag verlief bisher ruhig hier. Lediglich der Erzbischof von Ayacucho betrat vor gut 2 Stunden die Residenz. Trotz der letzten Freilassungen haben sich die Fronten verhärtet. Der Gesundheitszustand des chinesischen Spitzenpolitikers Deng Xiaoping hat sich offenbar deutlich verschlechtert. Nach Zeitungsberichten aus Hongkong war der 92-Jährige zeitweise bewusstlos. Angeblich kann er auch nur noch flüssige Nahrung zu sich nehmen. Deng war zuletzt vor 2 Jahren in der Öffentlichkeit gesehen worden. Über viele Jahre galt er als der starke Mann Chinas. Unklar ist aber, ob er noch immer die entscheidende Autorität ist. Die südkoreanische Polizei hat erneut hart gegen Demonstranten durchgegriffen. Die Beamten nahmen mehrere Personen fest. Rund 5000 Arbeiter und Studenten wollten die traditionelle Neujahrszeremonie stören. Schon in den vergangenen Tagen hatte es wiederholt Zusammenstöße gegeben. Die Proteste richten sich gegen neue Arbeitsgesetze. Sie erleichtern Betrieben Entlassungen und eine Verlängerung der Arbeitszeit. Die größte Dachgewerkschaft Südkoreas kündigte an, die Streiks gegen die neuen Gesetze auf den öffentlichen Sektor auszuweiten. Mit dem Blick auf das neue Jahr sind sich Gewerkschaften und Arbeitgeber in einem Punkt einig. In Deutschland sind nicht die Löhne zu hoch, sondern die Lohnzusatzkosten. Deshalb fordern DGB-Chef Schulte und Arbeitgeberpräsident Hund einmütig, die Sozialbeiträge zu senken. Vor allem die versicherungsfremden Leistungen müssten aus den Sozialkassen herausgenommen werden. Beide wollen die Unternehmen entlastet sehen. Beide sehen darin die Voraussetzung, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Das erste Spartenprogramm von ARD und ZDF hatte heute Sendebeginn, der Kinderfernsehkanal. Er ist über Satellit und in den meisten Bundesländern auch über Kabel zu empfangen. Auf Werbung wird bewusst verzichtet. Der Slowene Primož Peterka hat das 75. Neujahrsspringen von der umgebauten Skischanze in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Nach dem glänzenden Abschneiden beim Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf hatten die deutschen Springer heute das Nachsehen. Es war nicht der Tag des Dieter Thoma heute in Garmisch-Partenkirchen. Denn nach neuem Schanzenrekord 126 Meter im Probedurchgang folgten 104,5 Meter im ersten Wettkampfsprung. Ich glaube, ich war ein bisschen übermotiviert, weil ich eben top drauf war. Und ich wollte halt beweisen, dass ich das im Wettkampf heute rüberbringe, was ich im Probedurchgang gezeigt habe. Und da habe ich ein bisschen viel übersteuert, glaube ich. Es war nicht der Tag der Deutschen heute in Garmisch-Partenkirchen, so hatte Hans-Jörg Jäckler einen nicht erklärbaren Blackout beim Absprung. Notgedrungen zuschauen mussten die deutschen Adler beim Kampf um den Sieg, den der slowenische Weltcup-führende Primož Peterka mit 117,5 Metern und 118 jeweils den weitesten Sprüngen für sich entschieden hat. Vor dem Österreicher Goldberger. Beide führen die Vierschanzentournee Gesamtwertung punktgleich an. Dort ist Dieter Thoma immer noch aussichtsreicher Fünfter, denn er sprang sich heute im zweiten Durchgang vom 16. noch auf den 8. Platz nach vorne. In Sebnitz in Sachsen sind in der Neujahrsnacht 2 Obdachlose schwer misshandelt worden. Die beiden Männer schliefen im Bahnhofsgebäude, als mehrere Jugendliche mit Schlagwaffen über sie herfielen. Ein 32-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er noch nicht vernehmungsfähig ist. Die Täter entkamen unerkannt.
Bei Rekord-Minustemperaturen von bis zu 20 Grad unter Null haben die Deutschen in der Silvesternacht das neue Jahr begrüßt. Raketen und Knallkörper im Werte von schätzungsweise 150 Millionen Mark wurden in die Luft geschossen. Trotz eisiger Kälte, 40.000 haben hier ausgehalten bei einem mehrstündigen Showprogramm in bester Partystimmung vor dem Brandenburger Tor. Seit dem Fall der Mauer der Berliner Treffpunkt für Open-Air-Feste. Kurz nach Mitternacht, jetzt erst geht's bei der Feuerwehr richtig los. Rund 2000 Einsätze wären es noch in dieser Nacht, trotzdem weniger als im Vorjahr. Mutwillig angesteckte Müllcontainer, Brandverletzungen durch Feuerwerkskörper, wie gewöhnlich. Zugenommen haben diesmal Wohnungsbrände. 4 Menschen kamen Silvester, Neujahr dabei ums Leben. Gemessen an den Vorjahren ging es auch in den Krankenhäusern der Hauptstadt relativ ruhig zu. Häufigste Ursache der Unfälle, trotz vielfältiger Warnungen, leichtsinniger Umgang mit Raketen und Böllern. Beim Notruf 110 ist die lauteste Nacht des Jahres unter durchweg normaler Verlauf registriert worden. Allerdings habe die Brutalität zugenommen. Statistisch gesehen hat es für die Polizei in Berlin in der letzten Silvesternacht weniger Einsätze gegeben. Jedoch leider muss festgestellt werden, dass es mehrere Schießereien in der Stadt gab, bei denen ein Mitbürger zu Tode gekommen ist und 5 weitere in verschiedenen Stadtteilen verletzten Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Weniger Knallkörper und mehr Licht am Nachthimmel sei der neue Trend, behaupten die Pyrotechniker. In Berlin jedenfalls könne davon keine Rede sein, sagt die Stadtreinigung beim morgendlichen Saubermachen. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch. Ziehung A. 5, 8, 13, 14, 21, 25, Zusatzzahl 49. Die Ziehung B. 12, 17, 25, 30, 37, 43, Zusatzzahl 44. Die Superzahlen 8 und 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 0, 9, 6, 3, 7, 9, 1. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 1, 9, 1, 0, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Tausende von Hamburgern hielt es heute nicht mehr an Land. Sie wanderten bei klirrender Kälte und strahlendem Sonnenschein über die zugefrorene Außenalster. Was so idyllisch aussieht, ist allerdings nicht ungefährlich. Die Alster ist von der Umweltbehörde noch nicht offiziell zum Betreten freigegeben worden. Ob die Temperaturen so eisig bleiben, hier die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 2. Januar. Zwischen Hochdruck im Norden und Tiefdruck im Süden Europas zieht mit einer Strömung weiterhin eiskalte Luft aus dem Osten nach Mitteleuropa. Niederschläge im Süden von den Balearen bis nach Marokko. Sonnenschein dagegen über Polen und zum Teil auch bei uns. Am Donnerstag kommen von Süden her Wolken in Richtung Norden voran. Bis zum Abend erreichen sie den Nordrand der Mittelgebirge. Von der Ostsee her taucht ebenfalls Bewölkung auf. Bis zum Emsland verlagert sie sich. Und sie lässt im Norden ein paar Flocken tanzen. Der Wind weht im Norden schwach aus unterschiedlichen Richtungen, im Süden mäßig bis frisch aus Ost bis Nordost. Die Nacht wiederum eisig, minus 10 bis minus 19 Grad, örtlich bis zu minus 25. Tagsüber nur leicht ansteigende Werte, minus 15 bis minus 8 Grad. Die Kälte bleibt, dabei von Freitag bis Sonntag im Norden wechselhaft, meist wolkig, aber trocken, im Süden Schneefall, zum Wochenende örtlich auch Glatteisregen.